Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute möchte ich was kurz über den Fujiyama erzählen. Ja, Fujiyama ist in Japan bekannt als Fujisan. Aktuell sagt niemand in Japan Fujiyama. Nur im Westen hat sich dieser Begriff durchgesetzt. Aber erstmal fange ich mal mit den witzigen Fakten von Fujisan an. Fujisan ist 3776 Meter hoch und gehört zu den höchsten Bergen Japans. Die Höhe von Fujisan 3776 wird mit der Eselsbrücke Minanamu oder Minanaro gelernt. Minna, also alle, Mi ist 3, Na ist für 7 und Naro oder Namu ist dann so das Gebet Namu. Nächster interessanter Fakt. Fujisan ist noch ein aktiver Vulkan. Das Risiko wird zwar als niedrig eingestuft und der letzte Vulkanausbruch war im Jahr 1707. Man sagt, dass in den letzten ungefähr 7000 Jahren 180 Mal Vulkanausbruch bei Fujisan gab, aber nicht mehr in den letzten 300 Jahren. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Fujisan liegt zwischen den Präfekturen Yamanashi und Shizuoka, also da ungefähr. Und diese beiden Präfekturen streiten sich eigentlich immer darum, wem dieser Berg eigentlich gehört. Man gehört prinzipiell niemanden, aber die sagen, von uns aus sieht der Berg einfach viel schöner aus. Aus Shizuoka sieht er zum Beispiel so aus, aber aus Yamanashi sieht er so aus. Das Bild kennt man ja, eigentlich auch weltweit bekannt. Da steckt so ziemlich alles von Japan drin. Finde ich sehr cool. Aber was besser ist, kann ich zumindest nicht sagen. Fujisan ist eigentlich von jeder Seite aus großartig. Nächster Fakt. Man denkt, die gängige Schreibweise von Fujiyama ist so. Aber tatsächlich ist die deutsche Schreibweise so. Fujiyama. Fujiyama, die einfache Schreibweise, ist dann die englische Variante und die deutsche Variante ist Fujiyama laut Duden. Ich finde diese Schreibweise Fuji mit DSCH ein bisschen seltsam, aber ist wohl so. Und der letzte Fakt für heute. Warum heißt das überhaupt Fujiyama, Yama, Yama im Westen? Habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Also auch da gibt es dann mehrere Theorien, aber am wahrscheinlichsten ist es, dass dieser Name falsch weitergegeben wurde. In der Edo-Ära, so vom 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert, war es auch in Japan üblich, nicht Fujisan zu sagen, sondern Fuji no Yama, der Berg von Fuji, oder Fuji no Mine, der Gipfel von Fuji, also mit der No-Partikel zwischen Fuji und Yama bzw. Mine. No sagt ja quasi von, also zeigt den Besitz sozusagen an, aber über diese Partikel mache ich auch irgendwann einen Crashkurs. Das lassen wir erstmal beiseite, aber jedenfalls hieß es dann eigentlich Fuji no Yama. Und warum heißt es dann Fujiyama? Wo ist dieser No geblieben? Und da kommt unser Engelbert wieder. Der Engelbert Kämpfer, der Arzt und der Forschungsreisende aus Deutschland. Eine tatsächlich großartige Person, die auch sehr viel über Japan geschrieben hat. In seinem Werk wurde der Berg Fujisan auf verschiedenste Arten geschrieben. Also damals war auch dieser Gedankengang, ein Glossar oder eine Terminologieliste erstellen, nicht vorhanden. Und solche verschiedene Schreibweise gab es dann. Ja, sehr stark unterschiedlich. Und irgendwann fing er auch dann immer wieder das No auszulassen und machte daraus Fujiyama. Und das hat sich dann überall durchgesetzt. Also der Name Fujiyama kommt auch von Engelbert Kämpfer, neben dem Namen Ginkgo, was ja auch in Japan Icho oder Ginkyo hieß. Und San bzw. Yama sind die unterschiedlichen Lesungen, also Onyomi oder Kunyomi, des Kanji-Zeichens von Berg. Es hat nichts mit diesem Suffix
Sang, also die Höflichkeitsform, zu tun. Es ist nicht sozusagen Herr oder Frau Fuji, sondern einfach Berg von Fuji. Das waren die Fakten zu Fuji-san. Vor allem interessant fand ich auch, dass auch hier Engelbert eine große Rolle gespielt hat. Ach übrigens, der höchste Berg in Japan ist ja Fuji-san, aber in Japan kennt fast niemand, dass der zweithöchste Berg in Japan Kitadake ist. Kitadake. Vielleicht kann man auch mit diesem Wissen prahlen irgendwann in Japan. Jo, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!